Grüß Gott, ich glaube, das wird meine neue Begrüßung. Ich will euch meine Favoriten zeigen, die sich gerade selbstständig machen. Okay, fangen wir auch gleich direkt an, damit es nicht zu lang wird, mein Standardspruch. Also, in diesem Monat habe ich... Dover Ohrringe. Habe ich wahnsinnig gern benutzt, weil es zu heiß für Foundation war, den Moisturizer von Essence. Und ich finde ihn sehr gut. Die Review kommt auf meinem Blog in der Infobox verlinkt. Ich werde bis dahin, ist das sicher schon online. Sehr gutes Produkt. Sehr, sehr gut. Bräunungstechnisch habe ich zwei Bronzer wahnsinnig gern benutzt. Den von der Deco und den von Rivaldeloup. Also ich zeige euch mal den Rivaldeloup. Der ist mir ein bisschen kaputt gegangen, der Deckel. Das werdet ihr nicht sehen. Hier. Was ist mit dem Fokus? Vorher hat das so schön funktioniert. Kackdreck. Den kennt ihr eh. Den Swatch verlinke ich euch auch in der Infobox für irgendwelche Interessenten. Hm. Weiß ja nie. Und den Adego Bronzer. Den. Nein, da habe ich keinen Swatch. Das ist der alte. Entschuldigung. Vergesst das, was ich sagen wollte. Das ist der ältere von letztem Jahr. Der ist schon sehr benutzt. Ich glaube, da werde ich auch bald aufs Pfännchen ankommen. Was nicht schadet. Aber das ist dabei mein Lieblingsbronzer. Ich mag die Adeco Bronzer überhaupt sehr, sehr gut. Adeco ist eine sehr gute Marke. Rouge habe ich keins, weil das ist leer worden. Moment. Das war das von Essence. Das Adorable, was ja schon leer ist, was ihr in meinem Aufgebraucht-Video gesehen habt. Auf das bin ich so stolz. Ich kann nicht aufhören, davon zu reden. Und als Highlighter habe ich wahnsinnig gern Lightscapade benutzt. Den habt ihr ja in meinem Face of the Days sehr oft gesehen. Oder? Habe ich in den letzten dennoch benutzt? Dick, dick, dick. Ich weiß nicht. Aber er ist ein Favorit auf jeden Fall. Jedes Mal habe ich zu denen gegriffen. Ich liebe Lightscapade. Am Anfang konnte ich mich mit dem Teil nicht anfreunden. Aber jetzt, das war der Boden, bin ich verliebt in den Highlighter. Das war wirklich der Boden. Ich habe keine Schuhe an. Nicht, dass ihr denkt, ich putze während der internen Kamera rum. Niemals! Okay, weiter geht's. Bevor ich mich noch komplett lächerlich mache. Ja, und dann noch habe ich auch Painterly als Favorite, weil die Rivaldeloup Eyeshadow Base finde ich doch nicht so toll. Ich weiß nicht, ich habe so trockene Augenlider, richtig trocken. Also die sind nicht ölig oder nicht weiß ich was, sondern die sind richtig trocken. Und, okay, ich habe in einem aufgebrauchten Video nichts fallen lassen, jetzt fliegt dafür alles im Favoritenvideo runter. Wo war ich jetzt? Ja, das ist mir zu cremig, also... Die Essence Base war mir zu cremig, die Rivaldeloup Base ist zu cremig und alles. Die Adeco Base geht noch, da überlege ich auch, ob ich noch zurückgreifen soll. Aber dabei habe ich den Painterly und ich finde, mit einem Creme-Lidschatten von Essence haltet es super, also in Kombination. Also bräuchte aber nichts Bestimmtes. Lidschattentechnisch habe ich wahnsinnig oft gerne das Pigment Melon benutzt. Das habe ich noch nie benutzt vorher und habe es auf einem beweglichen Augenlid ausprobiert und ich habe mich so verliebt. Da werde ich vielleicht auch mal ein Tutorial schminken dazu. Ich liebe die Farbe. Das ist so geil. So, so eine geile Farbe. Richtig geil. Hätte ich mal nie im Leben gedacht, aber es ist wirklich eine schöne Farbe. Dahan, bei dem muss ich aufpassen, der ist mir schon mal runtergefallen und seitdem hebt sich das... So komisch hoch. Hit the pan, hit the pan. Wenn der leer geht, werde ich weinen. Weil der ist wunderschön. Ich glaube, ich kann nicht immer mehr die potten, weil sonst würde der mir in alle Einzelteile brechen. Seht ihr das? Mir ist gerade der Lidschatten aus dem Pfännchen rausgefallen. Ich glaube, jetzt werde ich wirklich weinen. Boah, ey, so eine Scheiße. Kacke. Wirklich kacke. Guckt's mal. So eine Scheiße. Ach, verdammt. Das nenne ich echt mal Fail. Wirklich Fail. Wie kann denn sowas passieren? Komplett ausgeleert. Ich kümmere mich später darum. Machen wir mal weiter mit meinen Favoriten. Jetzt bin ich wirklich angepisst. Aber sowas von. Das war mein Lieblingslidschatten.
Scheißdreck. Okay. Dann habe ich noch zwei Parfums benutzt. Das ist schon leer, das habt ihr in meinem Aufgebraucht-Video gesehen. Und das hier benutze ich jetzt zurzeit, weil das will ich unbedingt leer machen. Das ist das von der Circus LA. Dann hier noch zwei Body Lotions, die Zuckerschnute, weil das Duschgel gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen benutze ich wahnsinnig gern die Body Lotion. Und von Frutini benutze ich auch gern die Body Lotion. Als letzter Favorit, weil die Chaise mich angepisst ist, weil der Lidschatten im Arsch ist. Gesichtswasser von Essence, was auch bald den Ende zugeht. Naja, bald ist gut, das dauert noch ein bisschen. Ich werde jetzt versuchen, meinen Lidschatten aufzuklauben. Was ist das für eine verdammte Scheiße? Wir sehen sich. Falls es jemanden interessiert, ich konnte den Lidschatten nicht mehr retten. Das wird alles in den Müll geworfen. Das ist der ganze Rest, was davon überblieben ist und den darf ich wegwerfen. Und das Beste ist, das ist der Rest, was von meinem Lidschatten über ist. Und mein Hund dreht durch, nur wegen dem Besen und dem Schaufel. Das ist so eine verdammte Scheiße. Entschuldigung, dass ich fluche. Das war, hör auf, Sparky! Das war mein Lieblingslidschatten. Und der ist am Boden gefallen, live vor der Kamera. Kacke!